besser. Ich stelle euch heute ein Trio von Absolute New York vor, das es bei 600 Punkten im Pink Melon Förderkreis gibt. Nehmen wir die Produkte jetzt mal genau unter die Lupe. Wir fangen mit der Mascara an. Was als erstes auffällt, ist die ungewöhnliche Form. Echt mal was ganz anderes, cool. Die Borste ist eine Borstenbürste und keine Gummi- oder Kamm-Variation. Sie riecht blumig. Finde ich gut. Sonst hat man immer so diesen klassischen chemischen Geruch. Ich bin gespannt. Sie verspricht Länge und Schwung. Nun kommen wir zum Highlighter. Ah, wie schön. Der hat einen goldenen Unterton. Das ist richtig selten. Oft kriegt man diesen klassischen silbrigen. Er ist gold. Richtig gut. Mag ich. Und er ist geruchslos. Der wird gleich getestet. Und der Lippenstift. Als ich diese Farbe gesehen habe, habe ich mich richtig gefreut, weil ich mag diese dunklen Farben richtig, richtig gerne. Also der Lippenstift trifft auf jeden Fall direkt meinen Geschmack. Und vom Geruch ist es auch eher so was Fruchtiges, Frisches, nichts Unangenehmes. Ich würde sagen, wir testen alle drei Produkte nun einfach mal. Überrascht und beeindruckt. Die Mascara hält, was sie verspricht, Länge und Schwung. Ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr ein bisschen mehr Augenaufschlag noch erzielen möchtet, lasst die erste Schicht Mascara einfach mal einen Moment trocknen, keine Ahnung, geht euch einen Kaffee machen, zieht euch an, irgendwas, damit das wirklich gut durchgetrocknet ist, die erste Schicht. Und dann könnt ihr mit dem Bürstchen einfach nochmal ein zweites Mal über eure Wimpern gehen. Ihr müsst dafür auch gar nicht unbedingt vorher in die Farbe. Dann habt ihr nochmal ein bisschen mehr Augenaufschlag. Und die Mascara eignet sich dafür auf jeden Fall. Zum Highlighter, da war ich ja eben schon so begeistert mit diesem goldenen Schimmer. Er verleiht wirklich der Haut einen dezenten, leichten, natürlichen Schimmer. Was auch der Zweck und Sinn eines Highlighters ist. Und mit diesem goldenen Unterton, das sieht einfach klasse aus. Gerade auch, wenn die Haut noch so ein bisschen gebräunt ist. Also auch auf jeden Fall, der ist richtig, richtig, richtig gut und hat überzeugt. Und der Lippenstift, ja, ach, meine Farbe, ich liebe sie. Es ließ sich sehr gut auftragen. Ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen mit dem Finger eingearbeitet. Das ist ein einfacher Tipp und Trick beim Auftragen von dunklen Farben. Und ja, auch. Alles gut. Jetzt fällt mir ein, wir machen noch mal einen kleinen Test. Kann ich mal ein Wasserglas haben? Dankeschön. Die Haltbarkeit. Mal sehen. Minimal. Also auch das übersteht der Lippenstift. Also für alle drei Daumen hoch.